Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Woche hier auf der Frankreich-Map Emberon im LS22 mit der Fünfertruppe heute, mit dem Paul, dem Max, dem Krieger, dem Jonas. Seid gegrüßt. Hallo. Und wer im Thumbnail aufgepasst hat, wir gehen ans Wiesenmähen und fahren das Ganze ein mit dem Ladewagen und wollen eine Runde die Lage machen. Auch breit ist es schwader. So. Hallo, hallo. Hallo. Boah, das weiß ich auswendig auch nicht. 12 Meter oder sowas, irgendwas geschätzt. Das ist irgendwie so breit. Da war mal andersrum. Da wäre jetzt auch 9 oder so. Andersrum? Ja. Wie weit hast du beim letzten Mal die Kante stehen gelassen? Gar nicht. Gar nicht, du bist hier so in den gefahren, ne? 9,70 Meter. Wie fährt das Mähwerk? So, die erste Runde läuft hier. Nächste Runde geht rückwärts. Hm. Auf die diesen Main. Ich kann glaube ich noch ungefähr sehen, wo du lang gefahren bist. Hinten ist noch das ältere. Rechts von mir ist das frische. Kräuter da. Ja, ja. Die Kräuter. Hier ist so hügelig. Hier nimmt ihr nicht alles mit, ne? Hier sind ja die Berge drin, ey. Boah. Wollt ihr das nicht mal ausmodellieren von euch? Ja, ich bin aber im LS22 zu blöd für. Okay. Ja, das ist auch so teuer. Ja, das stimmt. Sonst wäre das schnell gemacht, das stimmt. Aber ich kann das nicht. Ich kann das in 19, dann finde ich das sehr gut. Aber hier. Paul, du fährst ja den Ladewagen. Siliermittel steht noch am Shop was. Wenn da was fehlt, ne? Ja, ich guck dann. Es wird, glaube ich, irgendwann leer. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich den aufgefüllt habe beim letzten Mal. Ne? Nee, ich glaube nicht. Sonst haben wir nach der Folge fertig gemacht. Mhm. Ja, es fehlt nur noch eineinhalb Ladewagen oder so. Kann ich hier schon mal GPS aktivieren? Ach, Alter. Ja, das ist da krieg ich wohl auf. So. Ja, wenn man gerade hier, wenn hier gerade gefuscht. Gefuscht, das kann ich gar nicht erzählen. Geht jetzt weiter, geht jetzt weiter. Warum werden wir nur leuchten? Nee. Ich mach's aus. Ich hab auch einen Brecher. Hier war ich mich gemein. So, ich hatte sie auch an. Welcher Ladewagen steht gerade auf? Also unsere. Oh, 8,90 Meter, da bin ich irgendwas von 9,30 Meter gesagt. 79. Mhm. Wir haben auch nur einen Ladewagen. Ja, ich muss das eben auch nochmal nachmachen. Ich habe die schon eingestellt und dann ist sie wieder weggegangen. Weiß ich nicht. Da hat Gerd vorhin gesagt, der fährt einmal so rum und dann andersrum. Das macht er. Er fährt die gleiche Richtung. Nochmal gleich. Habe ich das gesagt? Ich habe schon vergessen. Du hast gesagt, dass er nochmal in die andere Richtung fährt. Das hätte mir nämlich gepasst, deswegen habe ich nichts dagegen gesagt. Na, ich sag viel in der Tat. Machst du trotzdem. Du musst ja halt nochmal warten, machst du. Ja, muss ich warten. Ja, natürlich. Musst du schwaden? Arbeitsausfall. Ja, du musst dann schwaden. Das ist korrekt. Arbeitsausfall. Hier wieder der Einzige, der Geld verdient. Mhm. Immer. Nimm. Dann kann ich wenigstens meinen Schwader schon mal einstellen währenddessen. Immer. Tomaten wird hier nicht angenommen.
Das ist auch in Deutsch, ne? Tomaten wird hier nicht angenommen. Ist das nicht Tomaten? Tomaten werden hier nicht angenommen. Der Schwader denkt immer so aus. Aber wie viel Geld ging denn dazu? Nur 6.000 Euro. Auf meiner tschechischen Map, wo ich gerade spiele, Junge, da ist der Sedage-Preis bei 300 und so ein Ballen bringt ja voll viel im LS22. So ein Ballen bringt ja 2.000 Euro. Ja, das war, weil wir mehr im Ballen drin ist, ne? Ja. Das hätte, damit hätte ich aber nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja. 2000 Euro für so einen Ball. Naja, ja. Die Ballengröße auch an, ne? Hallo? Ja, danke, dass du andersrum fährst. Was pähst du denn jetzt hier so rum? Ich hab. Bisschen vernünftiges Feldfahren, ja? Na, also wie in echt. Wie in echt. Du meinst echt einen McCormack-Traktor gesehen? Ja. Auf der Messe? Ich hätte sogar ein Bild. Ich hätte sogar ein Bild, willst du? Auf der Messe? Nee. Bei der Arbeit so, oder? Wirklich bei auf der Arbeit. Straße? Ja, ich hätte sogar ein Bild von einem, das steht da. Ja. Ja, es gibt ja so Leute, die stehen ja auf exotische Fahrzeuge. Und dann gibt es ja die kaufen sich wirklich nur die Standardmarken, die so jeder fährt. Das Bild könnte ich eigentlich mal reinschicken. Ja, mach doch mal. Wer das Bild auch sehen möchte, Lucky Lucker Zock Discord, ne, Link in der Videobeschreibung, Bilder und Screenshots, postet der Max das Bild jetzt. Woher willst du das wissen? Nicht? Wo ist der Channel noch? Wo? Lass doch die Community teilnehmen. Allerdings kannst du Schwärzen kennzeichnen, wenn alles nicht gesehen werden kann. Das stimmt beim Herrn, ich glaube, das ergibt uns eigentlich gar nicht. Nee. Dann ist das in Ordnung. Zumindest am Ansonsten Fan kannst nicht. Du ja mit irgendwelchen Bearbeitungsprogrammen gerade da. Photoshop, ich schreibe Lucky drauf. Ja. LLZ. Mit meinem Kennzeichen. LLZ Lucky habe ich. Der wird mich nicht hallo drauf. Hallo. Ja, aber mich steht auf allen Fahrzeugen, die ich habe. Ich denke immer gar nicht dran, Kennzeichen einzufügen. Bei mir steht immer nur noch H00 Lo drauf. Bei allen. Ja, ich meine, es ist auch so, wenn du einmal das Kennzeichen so eingegeben hast, dann wird das am LS22 gespeichert. Und wenn du dein Fahrzeug dann noch umkonfigurierst, dann steht das Kennzeichen auch so da. Beim neuen, bei den ganz anderen Sachen ist auch dran. Ah, es ist zwar eine kleine, schöne Spielerei, aber hast du auch nichts von, ne? Hat schon mal einer Mist gestreut von euch im LS22? Kann man das empfehlen? Warum nicht? Wer denn sonst? Ich habe so viel Mist auf meiner Amp-Map und verkaufen lohnt sich ja gefühlt gar nicht. Streu doch. Ja, ich wollte mal fragen, ob da so Erfahrungswerte sind, ob ihr mir einen Miststreuer empfehlen könnt oder so. Ich habe nämlich noch keinen. Gib mir eine Sekunde. Den Briri oder vielleicht den Lava habe ich im Auge. Briri? Miststreuer. Ja, den Briri. Briri. Oder den Lava habe ich im Auge. Je nachdem, vielleicht wartest du, ob ein Angebot da ist oder so. Angebot kommen die gerne rein. Angebot kommen bei mir nur Sachen, die ich nicht brauche. Ich hatte jetzt ein Angebot, was war das denn noch? Ein Wender. Und genau den hatte ich mir vorher erst gekauft. Ja, habe ich von der Sämaschine auch gehört. Ja, und auf einmal kam dann das Angebot. Ja. Ärgerlich. Krieger, wie läuft das Ansehen? Bist du schweigsam? Ja, aber ich bin ja traurig. Sein Headset ist kaputt. Ah. Neues kaufen. Müssen wir einen Spendenstream für dich machen, für nur das Headset.
Unkraut müsste ich auch machen. Bilder und Screenshots, Lucky Lager sagt. Ja, 40, 41, 42 kannst du noch Unkraut entfernen und auf der 9 kannst du auch noch Unkraut entfernen, ne? Welchen von den drei. Oh, wow, vielleicht sollte ich wieder anschalten, damit es versendet. Soll ich erst die am Hof machen und dann die 9 oder? Ja. Kannst du machen. Können wir machen wie ein Dachdecker. Nee. Oh, das wird nie was. Was? Ich warte. Ist viel zu breit. Die Arbeitsbreite ein bisschen runterstellen. Ja, ich hatte auch immer die zweite Bahn nur so eine halbe genommen. Ja, bei euch ging nicht alles hin, aber. So schon, ich hab die halt. Heubein. Die laufen halt nebeneinander, weil genau der Schwader genau auf die 8, 8, 38 macht. 9, 9. Stell mal 20 cm runter. Ja, Paul kriegt ja schon hin, das zweimal fahren. Kann ich auch nichts mehr. Na, normal müsste die schon gehen, denke ich. Was so? Deinem Jugendlichen Gleichzimmer würde eigentlich jetzt kommen. Bei mir? Ja, das sag ich auf der Arbeit auch immer. Den Leuten. Interessant, wenn die Leute älter sind, sind die dabei hast du Spaß, oder? Ja. Lucky macht Geld, deine Arbeit Spaß. Er wär aber gern aufgestiegen. Aber wir will das nicht, ne? So, jetzt ist da. Jetzt. Welchen von den drei Traktoren finde ich am besten? Kann ich sehen. Digga, eine Frage an dich. Also ich will den ersten nehmen. Ja, das habe ich schon gedacht, deswegen habe ich dich ja nicht gefragt. Das Foto drehen, oder? Ja. Ich finde sogar den McCormick. Das passt immer noch nicht, ich habe schon die Arbeit. Aki, du musst ja mal was aufpassen. Ja. Ganz komisch aus in der Farbe. Habe ich auch gedacht. In der Farbe sieht der Fett echt komisch aus. Er ist halt dieses, wie heißt denn das? Das McCormick. Nature Grün oder was? Das hat so das, die McCormick Rotfarbe. Gefühlt. Ja, es ist ja mehr so ein Weinrot, ne? Das ist ja so ein Dunkelrot, was McCormick da hat. Ja, den hatten wir bei dem Weidemann da ja auch mal. Stimmt. Oh, Farm ist Keynote. Farm ist Default. Interessant. Hintergrundwissen, Leute. Hintergrundwissen. Das ist mal ganz wichtig. Ich habe im Shop nachgeguckt einfach. Ja, da steht das. Hier gibt's da nichts mit Hintergrundwissen. Nee, gibt's nicht. Apropos Shop, wann kaufen wir uns zuerst einen Telelader? Gar nicht. Ja, gar nicht, weil du kannst wenig fahren. Erst, nee. Ist aber einem Angebot theoretisch gerade, ne? Ja. Der Neu-Holland. Aber, ja, ganz schau ehrlich. Auf Kondostadt. Ja, Frage. Fake, Lucky, der ist fake. Weil der ist nicht neu. Der ist nicht gebraucht. Ja. Was willst du jetzt mit dem Telelader machen? Wofür brauchst du den? Keine Ahnung, wollte ich mal sagen. Egal, ist nur gesagt, weil der da drin ist. Hm. Ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Außer, dass die Folge vorbei ist. Hallo. Gute Überleitung. Riga, du hast die gute Überleitung. Ja. Applaus. Er kriegt einen Stern in seinem Bonusheft. Ja. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mittwoch 15 Uhr geht's weiter hier in Frankreich. Ja, LS22. Wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.